Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute mal wieder ein krasseres Thema, Street-Videos, Straßenvideos. Und zwar geht es heute darum, wie härte ich denn meine Fäuste für den Straßenkampf ab? Wir zeigen euch mal ein paar Tipps dazu und ein paar Trainingsmöglichkeiten dazu, die ihr einfach mal übernehmen könnt. Zunächst einmal muss gesagt werden, man muss erstmal wissen, wie man überhaupt eine Faust macht, ganz klar. Hier, ich zeige es euch mal ganz kurz vor, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Einmal hier die Handfläche auf, Finger einrollen und Daumen drüber. Das ist ganz wichtig, nicht den Daumen drunter hier legen, sondern den Daumen drüber legen. Und wenn ich mit der Faust schlagen möchte, dann möchte ich mit den zwei vorderen Knöcheln treffen. Das heißt, mit dem Mittelfingerknochen und mit dem Zeigefingerknochen, nicht mit den zwei hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, man muss die Faust natürlich etwas abhärten. Jetzt werden wieder die meisten kommen, die zeigen, wie man die Faust abhärtet, damit man anderen auf die Fresse hauen kann. Nein, natürlich nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier nochmal schwerpunktmäßig wirklich sagen, es geht um die Selbstverteidigung. Wenn ihr euch verteidigen müsst und ihr auch wirklich mal eure Fäuste benutzen müsst, dann solltet ihr euch nicht damit verletzen. Das heißt, härtet sie ab. Tipp Nummer 1 von mir, nehmt doch einfach mal ein Brett und versucht auf das Brett zu schlagen. Es kann ein Küchenbrett sein, es kann ein normales Holzbrett sein, ist eigentlich egal. Einfach mal langsam draufhauen und dann immer stärker und schneller werden und so die Geschwindigkeit und die Intensität steigern. Wichtig, auf diese zwei Knöcheln draufhauen, also Mittelfingerknochen und Zeigefingerknochen. Und dann immer wieder das Tempo steigern und irgendwann mal werdet ihr merken, dass die Fäuste dadurch abgehärtet werden. Tipp Nummer 2 von mir, und zwar ihr macht einfach Liegestütze auf den Fäusten. Und zwar sucht ihr euch dafür einen möglichst festen, harten Untergrund. Ich mache es jetzt hier auf den Kacheln, ihr könnt es auch draußen auf dem Teer machen. Einfach schön die Fäuste machen und langsam anfangen. Wichtig dabei, schaut, dass ihr auch wirklich, wie Michi vorher erklärt hat, auf den zwei vorderen Knöcheln von Zeigefinger und Mittelfinger eure Liegestützen macht und nicht auf der ganzen Faust, damit ihr eben auch die richtigen Knochen abhärtet und die richtige Stabilität im Handgelenk kriegt. Der dritte Tipp von mir, nehmt einfach mal einen Medizinball oder einen Basketball oder sonstiges, lasst es einen Partner heben und einfach mal versuchen, langsam draufzuschlagen. Ihr könnt auch, wenn es euch von Anfang an zu hart ist, einfach mal auch MMA-Handschuhe nehmen oder vielleicht auch dünnere Boxhandschuhe und so das langsam steigern, also nicht wirklich hier auf Blut raus schlagen, nein, einfach langsam steigern, langsam abhärten. Und so könnt ihr auch ein sehr, sehr schönes Workout machen, mit Techniktraining verbinden, und zwar auf den Medizinball schöne Techniken schlagen. Und der letzte Tipp von mir, und zwar für die Leute, die nie Kampfsport gemacht haben, die also gar keinen Kampfsport-Boxing-Hintergrund haben, solchen Leuten empfiehlt der David Russell zum Beispiel, ja meistens mit der offenen Hand zu schlagen, weil die gar nicht die Stabilität im Handgelenk haben. Wenn ihr das trainieren wollt, dann fangt an, holt euch vielleicht ein paar schwerere Handschuhe, vielleicht 16 Unzen, 10 Unzen, arbeitet ein bisschen an der Heavyback. Wenn ihr da sicherer seid, wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr umknickt beim Schlagen, dann könnt ihr mal MMA-Handschuhe nehmen. Wenn ihr da dann sicherer seid, ihr merkt, es tut nicht mehr ganz so arg weh in den Handgelenken, ihr knickt nicht um und ihr trefft richtig mit der richtigen Trefferfläche, dann könnt ihr auch mal nur Bandagen anziehen und zum Schluss, wirklich, wenn es euch nur um die Abhärtung geht, könnt ihr auch mal komplett ohne Bandagen mal an der Heavyback trainieren. Das aber wirklich nur zum Abhärten der Fäuste und kein regelmäßiges Training, weil man trägt aus einem Grund Handschuhe und Bandagen beim Training. Ansonsten ist das auch alles ganz schnell ein bisschen überlastet. Das ist jetzt mehr die Anwendung für Leute, die das auf der Straße oder so eben trainieren wollen, wenn sie mal gerade keine Bandagen und keinen Handschuh am Start haben. Ist ja das berühmte Beispiel von Mike Tyson, der ja nie Probleme hatte bei seinen Boxfights und sich dann bei einem Streetfight prompt die Hand gebrochen hat, weil er eben nicht gewöhnt war, ohne Handschuh zu schlagen. Ja, und das war's auch schon zu diesem Thema. Wie gesagt, ich will es nochmal hervorheben hier, die beste Möglichkeit immer wegrennen, wenn es nicht anders geht. Wir zeigen das hier nur wirklich in Notsituationen und der Markus hat es gerade sehr, sehr schön gesagt, man trägt nicht umsonst Boxhandschuhe bei den Fights und im Training. Achtet darauf, achtet auf eure Mitmenschen. Wir freuen uns, wenn wir euch weiterhelfen können, wenn ihr mehr von unseren Tipps erfahren wollt, gerade auch im Kampfsportbereich vielleicht, www.wegzumweltmeister.de. Ich verlinke es unten und natürlich auch unser Buch und alles andere, was wir machen. Facebook, Instagram, Snapchat unten verlinkt. Schaut es euch an. Wir freuen uns, dass wir euch was beibringen konnten. Wie rede ich eigentlich gerade? Egal. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein.